Servus und herzlich willkommen an dem wunderschönen Dienstag. Wir haben heute den 11. glaube ich. Genau. Den 11. August. Ja, das ist jetzt der nächste Vlog. Keine Ahnung. Nummer irgendwas. Ist ja wurscht. Ja. Gerade auf dem Weg runter zum Felde vor der Dämmach gerade. Das Andreschen unten in der Gaschen. Er fährt jetzt einmal außen rum und ja, drischt das einmal rein, damit man mal einen Kontakt voll hat, wo man eine Probe danach abgeben kann. Und da habe ich einen feuchten Gehalt, dass man mal so ein wenig einen Anhaltspunkt hat. Es ist leider noch Grünbestand drin, aber gut, ja, werden wir sehen. Schauen wir halt einmal. Ja, da ist er quasi einmal durch. Da unten fährt er jetzt gerade. Die Gaschen, ja, steht auch recht dünn. Er wollte ja Braugaschen anbauen. Und er hat gesagt, für die Braugaschen, da man kann Dünger drauf. Er will es ohne probieren. Wir wollten ja schauen, ob das jetzt was wird. Wird sich dann zeigen, wenn er die Probe drinnen in der Iruso in Kulmbach abgibt. Ob es also als Braugaschen durchgehen lassen. Oder ob es blöd läuft und ja, es wird quasi bloß, naja, Futtergaschen. Das müssen wir mal schauen. Das sehen wir schon. Ja, es ist jetzt natürlich auch nicht der bombastischste Ertrag. Die könnte dicker da stehen, mit Sicherheit. Aber die steht auf jeden Fall besser da wie der Haben, würde ich sagen. Ja, haben wir ja schon einige gesagt, ne? Der Haben, tja, wenn man nichts düngt, wie soll dann was wachsen ohne Dünger? Es ist ja was gedüngt worden, aber es war halt nicht so viel Mies da. Das war das Problem. Und von dem, was da war, ja, die Fläche, die war halt ausgelaugt. Das muss man ganz klar dazu sagen. Die war 5 Jahre lang brachgelegen. Da ist nichts dran gemacht worden. Ab und an haben sie es einmal reingemulcht, das ist ja einmal im Jahr. Und dann ist wieder das ganze Kräuter durchgekommen. Das hat den ganzen Boden herausgezogen. Das, wenn es da theoretisch jetzt oben ja genau und zu, aber naja. War ein Versuch wert. Wie sagt man, der Haben ist gut zum Bodenleben anregen und seine Bodenverbesserung. Ja, sehen wir es halt zu. Saatgut habe ich ja da auch schon gesagt, war auch schon relativ alt. Aber Schnee von gestern ist auch eine andere Sache. Ja, da ist der Meter schon unterwegs. Da sind die Erbsen, ja. Ja, die waren auch schon gelb. Sind die wohl schon? Ja, keine Ahnung, angekrochen, also zumindest die Annabelle, weil die sind reingefallen. Die Bambercher sind noch schön grün. Die da oben fangen jetzt da langsam an, die Lilly. Aber die Annabelle, die liegen schon drin. Es könnte sein, dass die so weit sind. Ja, da ist ja der Fahrer. Kann dann kontrollieren, ist ja schon voll. Immerhin, man muss auch dazu sagen, er ist jetzt einmal ninde, nunde. Und wieder her und der Kontakt ist schon ziemlich voll. Also das ist schon, ja. Beim Haben ist er zweimal außen rum, bis der Kontakt überhaupt einmal ansatzweise voll war. Ja, so ist es halt. Schauen wir halt einmal, was es gibt. Irgendwas kontrollieren. Vermutlich, wo so ein Getrag rausfällt, ob die Siebe richtig eingestellt sind. Oder ist was verloren gegangen, Quasa. Man weiß ja nicht. Alles möglich. Ja, Ausfallgetrag, können wir da auch mal gucken. Da ist er reingefahren, laufen wir halt auch mal ein Stück rein. So. Mitten vom Mähdrescher ist ich irgendwo da. Und ja, so Pi mal Daumen, mitten vom Mähdrescher da. Schauen wir halt einmal. Bist denn du? Das ist so spitz.
Schon wieder eine leere Spitze. Ja. Kann auch zu viel, ne? Ach ja, und bevor eine dann einmal sagt, ne, im Video mit dem Haben, da ist eine. Da ist eine durchgefallen. Drucken ist er. Bevor nur eine kommt und sagt dem Haben drunter, ja, da war nichts drinnen gelegen unten, aber du hast auch auf Unkraut gehabt. Ja, beim Haben ist das ganz einfach. Dass du was vom Ebrisch sagst. Beim Haben ist das ganz einfach, das sind recht lange Kerne. Stellst da die Siebe recht weit, dann hast du leider Unkraut dabei, hast dafür möglichst alle Kerne. Stellst die Siebe feine, dass kein Unkraut mit reinkommt, hast du höhere Verluste vom Haben, weil er natürlich ja, verlustig geht. Naja. Der Fahrer ist ja schöne Mähdresche. Gibt's nichts. Irgendwie schon fast schade, dass nach dem Feld die Ende eigentlich vom Gedrasche wieder durch ist. Tja, das geht immer alles relativ schnell. Und tja. Sind halt zwei Felder. Früher war es bloß das eine da. Das, wenn du gedroschen gehabt hast und dann hast du nichts weiter gehabt, weil du nicht Lohn dreschen musstest oder was, sonst ist der Mähdrescher wieder aufgerammt worden. Und mag es jetzt Leute geben, die sagen dann, was lohnt sich dann eine eigene Mähdrescher? Ja, den eigenen Mähdrescher haben wir gehabt, da haben wir früher mehr Felder gehabt. Weil da unten das Neubaugebiet, das waren Fälle, da waren unerer im Kulmbach drin auch unten, da waren Fälle, das waren unerer mit. Und früher ist ein Haufen sein Lohn gedroschen worden. Ja, das war halt früher einmal. Und jetzt sind es halt nur noch 100 Fälle. Entschuldigung. Es sind insgesamt ja, rund 12 bis 13 Tuchwerk, was wir angetragen haben. Ja, und der Rest ist Grünland und ein bisschen Wald. Weil nicht mehr gefrucht wird. Man, der Vorteil unserer eigenen Mähdresche ist halt wirklich, du kannst hergehen, du kannst dreschen, wann du willst. Und sehr jeder Tag ist so Nachtzeit, wie du gerade lustig bist. Du brauchst auf keinen Lohnunternehmer warten, du brauchst auf keinen warten, der einen Mähdresche hat. Du kannst selber entscheiden, wann legst du los, wann hörst du auf. Du kannst selber entscheiden, wenn ich jetzt so schaue, heute, man drischt da mal an, schaut da mal, wie es gedreht ist. Wenn das Gedreh jetzt nichts ist, können wir einfach abbrechen. Was den Lohnunternehmer da, dann zahlst du ja schon mal für den Tag, dass er gekommen ist. Wenn jetzt das Gedreh aber dann noch zu feucht ist, was es aber nicht ist, weil das haben wir schon geprüft, wenn es dann noch zu feucht ist oder was, ja, dann musst du entscheiden. Lässt du jetzt dann weiter dreschen, zahlst jetzt die An- und Abfuhr dann noch einmal, schaust, dass du vielleicht dann einen Termin beinahe kriegst oder. Ist alles machbar, klar. Ich will das jetzt gar nicht abstreiten. Das ist, macht schon Sinn, dass es Lohnunternehmen gibt. Aber wir können auch froh sein, wenn wir einen eigenen Drescher haben, weil du hast halt wirklich dann, du bist ungebunden. Du kannst hergehen und kannst das machen, wann du willst. Und musst nicht auf andere warten, sondern machst das so, wie du denkst und wann du denkst. Das ist das Schöne. So, und jetzt fährt er hinten auf. Jetzt wird der Kandang wahrscheinlich voll sein. Jetzt wird er wahrscheinlich auch einen Mähdrescher drin lassen. Vielleicht fährt er da unten mal ein Bahn her. Jo. Also kann sage ich an der Stelle, es gibt in dem Video schon noch mehr vom Dreschen, hoffe ich. Also für Schreier tue ich es nicht, weil man weiß ja nicht, dass er dann doch einmal von der Arbeit eher heimkommt und macht es in der Zeit, wo ich noch auf der Arbeit bin. Aber ich denke, da wird schon auch noch mehr kommen.
Und ich möchte eigentlich heuer schon das erste Mal selber adreschen können. Im Hoben draußen hätte ich ja gern gewollt, aber das ist so schnell gegangen. Nur eine halbe Stunde, ja, hat sich's erledigt. Aber vielleicht komme ich ja der Hunde noch mal dazu. Also ich denke, es wird auf jeden Fall noch Aufnahmen geben. Und mit Sicherheit auch, wenn das Wetter das zulässt, ein paar Drohnenaufnahmen. Weil das ist immer was anderes. Tja, staubig ist halt, ne? Nichts klimatisiert auf Vollkabine. Ja, an der Stelle, Stefan, da hast du es mit deinen Topline schon ganz gut. Zwar geht dein Klima im Moment nicht, aber du hast immerhin eine geschlossene Kabine. Wobei, wenn die Klima nicht geht, dann ist, glaube ich, das Freiluftdreschen, so wie wir es jetzt da gerade machen, wieder schön. Es auszuhalten. Eine Kabine ist schön, aber es geht auch ohne. Der Drescher war noch nicht voll. Der frisch scheinbar den oberen Zipfel gleich noch weg, soweit wie es geht. Ja, und die Hecken entlang, die Kehre gleich ausgeschnitten. Aber das ist nicht ohne Hecken. Du kannst nicht einfach hergehen und kannst was wegschneiden, weil wenn dann was ist, dann bist du noch schuld. Tja. Das hängt alles so weit drüber, das merkst du beim Agent, das merkst du beim Gruben, das merkst du beim Seher und. Normalerweise kehre das auch so auf 4-5 Meter Höhe, alles ein wenig gekappt und zurückgeschnitten, dass du da wieder Platz hast. Weil es ist schon blöd, du fährst alle Maschinen zusammen, das ist wie auf meine Wiesen unten, wie da unten auf der Wiesen. Die Bäume, das ist aber unser eigener, das hat er vorher gar nicht gewusst. Das haben wir gesehen im Plan drin, im Ibalis. Das ist sogar ohne Baumzeug, haben wir schon gesagt. Also das wird auf Herbst zu auf jeden Fall zurückgestutzt. Dass das einmal wieder ein wenig luftig ist, dass man da wieder ein bisschen nachfahren kann. Und nicht da vor der Hecken im Endeffekt 5 Meter vor der Wiesen verliert. Weil das macht nämlich auf die Hektar dann schon irgendwas aus. Und die Baumkrone, soweit wie die rausragen, ja, da geht halt das Vermessungsamt her. Und dann sagen die oder vom Ibalis auch. Und sagen dir dann, deine Bäume, die hängen so weit rein, also hast du wenige Flächen. Die ziehen dir das ab, weil wo Bäume sind, ist quasi kein Feld oder nichts. Ob jetzt dann das Feld natürlich bis an die Bäume angeht und bloß die Baumkrone so weit rausgeht, sehen die ja nicht. Ist halt so. Aber ich habe schon gesagt, da unten, da wird auf jeden Fall noch einmal zurückgestutzt, dass man Platz hat. Ja, und da muss ich auch mal schauen, also ja, vielleicht macht man es da einmal selber. Solche Äste oder, das ist... Ja, ich bin Isis.
Ja, Struh wird gehäckselt. Seht ihr schon? Ich habe das Habenstruh jetzt daheim. Ich denke, das werdet ihr dann im anderen Video sehen. Das Habenstruh ist daheim. Das Gerschenstruh, ich habe wie gesagt noch so viele Reste vom alten Zeich. Da habe ich gesagt, das lasse ich bleiben. Da mir nichts davor pressen, das häckseln wir alles. Kommt dann quasi als ja, Dünger auch wieder zurück. Ich meine, viel Dünger ist es ja nicht, aber es soll ein wenig mit in den Buden wieder mit Neue als Nährstoff und Zeich. Und gut ist die Sache. Ja, ich habe noch als Weizenstruh und Zeich daheim. Das soll auch erst einmal weg. Das Habenstruh ist als Futter mitgedacht. Und dann waren die Bestände ein wenig. Nächstes Jahr gibt es noch einmal ein Was. Da hat er vorher vor. Soweit wie das Apfelfeld oder geht, wo die Unterkante vom Apfelfeld ist, bis dort nah und bis hinter. Das soll Was werden hier im oberen Drittel. Und das da unten, wo die ganzen Disteln jetzt noch drinnen stehen. Das ist geplant nächstes Jahr dann ein Ackergras rein. Und das dann vielleicht zwei, dreimal, je nachdem wie es wächst, auch mehr und als Hai. Oder vielleicht auch als Silo oder sowas. Werden wir sehen. Aber da auf jeden Fall im oberen Tal, das ist Was. Und draußen das Feld, wo der Haben gestanden war, da kommt auch Was noch. Und dann habe ich da auf jeden Fall in der Richtung auch noch ein Struh. Man muss halt einmal gucken. Ich muss die Flächen auf jeden Fall gedüngt kriegen. Vielleicht weigle ich dann einmal auf einen Mineraldünger oder was. Vielleicht hat ja auch für euch jemand eine gute Idee, was ich machen könnte. Ja, doch einmal mit Gülle, doch einmal mit mehr Mist oder keine Ahnung. Ich meine, ich habe ein paar, wo ich noch fragen kann, welche Pferde schmiest, ob ich was holen kann, aber müssen wir mal schauen. Dann ist das obere Teil an der Hecken schon weg. Ja. Ruckzuck. Ja, 2,85 Meter Arbeitsbreite. Da geht was. Ja, also wie schon geheißen hat, auf Facebook habe ich Bilder gestellt und ja, in verschiedenen Gruppen haben schon einige gesagt, ja, du gehst mal unten rum, der wird reinparken wollen. Du hast den Vorteil, den Schneidtisch brauchst du nicht abbauen, das Schneidwerk. Ja, da ist wohl was dran. So, mit Drescher, der hat halt ein komplettes Schneidwerk. Das lässt da einfach dran, brauchst nichts wegbauen. Und die Sache passt. Parken. Ja, gibt schon ein wenig dran, nein. Und ich weiß nicht, die Kandler, die sind, ja, die größten sind es nicht. Ich sag ja, ich bin gespannt, als was es durchgeht.
näher. Das ist ein relativ kleiner Körnler. Ich bin gespannt, als wo er durchgeht. Ich glaube kaum, dass es Brauweizen wird. Aber das hat er schon gesagt, das hat der Großvater ja schon gesagt. Brauweizen haben sie auch schon einmal probiert. Ist nichts gewonnen. Ja, wir machen den Versuch. Und wenn es jetzt nicht geht, dann machen wir noch nicht mehr. Wieso? Wir können ja mal Glück haben. So schlecht war das ja nicht. Vielleicht hat es gepasst. Damals haben sie einen Mist und Jauche drauf gefahren gehabt. Das haben wir jetzt extra nicht gemacht, damit es quasi weniger Nährstoffe hat, die Gaschen. Damit es auch nicht gar so extrem raufwächst. Naja, wie man es macht, man muss halt rumprobieren und ob es klappt oder nicht. Sehen wir. Ja. Aber da war er noch nicht voll. Da geht noch was. An der Zeit ist er schön. Ja, und im Stadl ist ja auch ein wenig was umgeparkt. Da steht jetzt der Heuwende drum. Dann haben wir ja, nach der ersten Heuernte gleich drum gelassen. Und wer sich jetzt fragt, wo ist denn der Häcksler? Da ist er! Der Häcksler steht vorne in Gruppe. Ja, eigentlich steht der Hund nicht verkehrt. Ist vielleicht sogar gescheiter. Weil da er der Wenge wieder oben. Wenn es nach oben, ich meine, du an die Heumaschine und an Milchstreue und Ladewagen, muss ich wahrscheinlich wieder öfters noch, als wie das da der Hund noch eine Gruppe noch muss. Ja, der Gruppe steht da. Da fährst du den Häcksler dann zur Not mit dem IHC raus. Gibt es ja gar mit dem Radlader, wir wissen, wie man einen Anhänger kann. Fährst den Häcksler raus, Gruppe Anhänger, Gruppe wieder reinstellen und dann wird sich die Käse gegessen. Den brauchst du ja nicht so oft, der wird ja seltener gebraucht, wie jetzt die Heumaschine oder wie der Ladewagen oder der Milchstreuer. Ich weiß ja, dass ich jetzt zum Beispiel Milchstreuer heuer auf jeden Fall noch brauche. Ich weiß, dass ich den Ladewagen vermutlich noch einmal brauche. Ja, Schwade werde ich mit Sicherheit noch einmal brauchen. Und immer wenn du die Maschine noch willst, musst du immer erst den Häcksler raus und das ist nicht schön. Ja, aber da steht er ganz gut. Da kommt man an, wenn man ihn braucht. Ich denke, das ist das Idealste. Und der Heuwende oben, der Drehler, den ziehst du aber noch mit Händen raus. Der wiegt ja nichts. Das Ding ist ja leicht. Ihr kennt mich ja, den Schwade des Zehnstammer hänge ich auch nicht trotzdem raus, da, wenn er mir im Weg steht. Der wird auch bei Händen rausgezogen. Okay, ist ein wenig viel, sollte man eigentlich nicht, aber warum eigentlich nicht? Na gut, ja, jetzt kommt er wieder, jetzt weiß ich nicht, ob ich nach einweisen soll, nein, die Hallnei, oder ob nicht, weil sonst gehe ich neben meinen Stall machen. Schauen wir mal, hoffentlich drischt er meine Rangessen nicht weg. Das wäre blöd. So eine Blume. Sind aber noch nicht angereif. 2018 sollten sie aufgehen. 2020 haben wir sie. Nee.
Ja, und weil ich gesagt habe, hoffentlich trischt er meine Rangessen nicht. Wer sich jetzt fragt, was will denn jetzt wieder mit Rangessen, was soll denn das sein? Ja, fränkisch, kulmbacherisch. Rangessen sind die Futterin. Ja, ich denke doch ein paar da. Ich habe jetzt nichts mehr weiter dran gemacht. Wie hätte der Trockenheit gedacht, naja, langst nicht noch. Sind da welche noch ein paar gekommen und ich denke eigentlich nicht so dermaßen schlecht da, würde ich sagen. Das ist sogar ein schöner Gruser. Das ist voll schön. Aua, das war Distel. Voll eine schöne Oschi. Könnte ich eigentlich gleich einmal mitnehmen für meine Viecher. He? Ja, du stehst auch ein paar. Ich meine, jetzt fällt ihnen natürlich ein wenig das Wasser. Das sieht man schon. Und da steht ein Haufen Unkraut drin, das darf ihr nicht beachten. Ja, ich bin nicht dazu gekommen, tut mir leid. Also. Das ist zu viel. Ich komme nicht nach. Ich gebe es ja zu, manchmal war der Arbeit schon ein wenig viel. Na, passt schon. Also wie gesagt, da steht, war der allererste Versuch. Ich weiß gar nicht, ob das alles so gepasst hat, wie ich es gemacht habe und. Und ich hätte es ja vereinzeln müssen. Teilweise sind ja dann mehrere an einer Stelle aufgegangen. Und es war ein Versuch. Und ich meine, so schlecht schaut er jetzt nicht aus. Wenn ich so gucke, stehen schon ein paar schöne Pflanzen da. Ja. Kann man schon sehen. Und die da oder bin ich jetzt echt am überlegen, die werde ich jetzt glaube ich einmal mitnehmen. Oh, schaut euch die Ruben an. Schön. Riecht wie Karotten. Au, sechs heißt auch schon. Ja. Ich gehe jetzt meiner Viecher machen. Er wird dann auch gleich fertig sein, denke ich einmal. Und ja. Ich denke, wenn es weitergeht, sehen wir uns wieder. Ja Leute, das Adreschen das letzte Mal haben wir gemacht. Da hat er den Kanten gut gefüllt. Ja, hat er gesagt, hinten wo der Misthaufen war, ist genau pumpig gestanden. So wenn es auf dem ganzen Feld wäre, wäre ja top. Da muss richtig dick gewesen sein, da konnte er bloß ganz, ganz langsam rein. Ja, er hat es auch gedroschen. Wir haben an Arme getragen geholt. Aus dem Kanten, an Mandelarme voll. Und dann haben wir auch mal Feuchtigkeit geprüft und ja, deswegen ist da auch nichts weiter passiert. Deswegen ist die Gersten nicht weiter abgedroschen wie vorher. Seht ihr schon, steht immer noch. Ja, ist nichts passiert. 22,1%, das war definitiv zerfeucht. Also da hättest du dann nicht weiter dreschen brauchen. Hätte keinen Sinn gemacht. Er hat dann einmal die ganzen Grünakernler mit raus, die noch drin waren. Dann ist er auf 16% gekommen. Aber immer noch zu nass. Also wie gesagt, ist ein Haufen Grünanteil noch drin. Ist ein Haufen Gaschen noch aufgegangen, der das Wasser gefüllt hat und die jetzt dann quasi wieder gewachsen wäre. Ja, so ist das halt. Kostet nichts machen. Jetzt haben wir gesagt, lassen wir es einfach nur mal stehen. Ist auch nicht dramatisch. War da gut. Ja. Das auf jeden Fall da dazu. Das geht raus, was im Kontank ist, ist noch wie vor im Kontank. Das kommt jetzt dann auf den Kipper drauf. Haben wir gesagt, das lassen wir im Kanton, die zwei durch drin. Und dann werden wir es auf den Kipper tun und da ein wenig ausbraten. Ja, der Kipper war zu Hause gestanden, weil im letzten Video, also gerade eben, haben wir das Habenstrudel da runter. Der hängt kurz da raus, kommt in die Hallen rein, wo der KA15 da drin steht, also quasi in das rechte Tor da. Dann kann der später da wieder rein. Dann können wir jetzt auf den Kippel, wenn er jetzt ein wenig angetrunken ist, weil wir um 10 Liter Regen gehabt, dann kann da drauf die Gaschen und die kann dann drucken gelochert werden, dass nichts passiert. Ja, und ich parke das jetzt gleich einmal um. Mal schauen, das kann ja wieder was werden. Zwei Achse fahren und ich, das ist immer so eine Sache, aber das machen wir jetzt einfach einmal. Er holt jetzt drin an der Firma noch was und wenn er dann kommt, können wir quasi abdanken. Thank you.
mittlerweile Sonntag, der 6. Dezember, glaube ich. September. Ja, so spät haben wir, glaube ich, noch nie gedroschen. Ja, wie gesagt, September mittlerweile, die wurde die ganze Zeit zernass. Wie der aktuelle Wert ist, weiß ich nicht, ob er es gemessen hat, weil ich bin heute am Brot backen. Ja, ist der letzte Rest gewesen, wird schon eine ganze Zeit lang drüber. Ja, dann war die Agua wenge, dass er auch mal gedroschen ist, irgendwann. Ja, ich wollte ja jetzt noch dreschen auf Etappen. Wir haben ja irgendwann im. Ja, was war denn das? Weiß gar nicht, das auch schon mal gedroschen, Anfang August oder was. Dann hat es geregnet, dann haben wir später noch einmal gedroschen. Dann wieder Regen, Regen, zernass, wieder gewartet. Jetzt ist halt mittlerweile September. Aber das schaut der Gast normal auch nichts. Schauen wir mal, ob wir es auch verkaufen oder ob wir es auch behalten. Das sehen wir. Hauptsache die Sommer auf. Das ist dann heute das letzte Mal, dass der Mähdrescher im Einsatz ist. Außer der Nachbar sagt, er möchte vielleicht sein Astronaut-Blumar und sein komisches Blumarzeug da noch dreschen. Nee, glaube ich nicht. Nee, ich denke, das ist das letzte Mal dann. Und dann war es das. Ja, die Gaschen. Langt sich natürlich recht feucht an, ist auch auf dem Grünanteil drin. Ich weiß nicht, wie der Schwarzbesatz ist. Wir haben noch nichts abgegeben, zum Verproben. Qualitativ war es auch nicht mehr die hochwertigste Agaschen, das ist klar. Naja. Was willst du da mehr? Hauptsache die ist ab. Weil es eine Neigruppe oder eine Neuagent wäre, ist auch zu schuld gewesen. Und ich meine, das Saatgut hat auch Geld gekostet. Jetzt werden wir sehen, was wir damit machen. Ob es dann bloß als Futtergedraht durchgeht. Oder ob es dann vielleicht doch ein Braugaschen wird. Glaube ich aber fast nicht. Müssen wir mal gucken, ob er dann alles verkauft. Ob er einen Dahl verkauft, ob wir gar nichts verkaufen oder so. Werden wir sehen. Mutter fährt auf den Friedhof. Ja. Müssen wir halt da mal gucken, was es gibt oder auch nicht gibt. Es ist halt der ständige Regen. Wenn du die letzten Jahre angeschaut hast, hat es nicht geregnet, das ist ewig trocken geblieben. Ja, und heuer haben wir mal so ein Jahr, da ist halt ein Haufen Regen gekommen. Das ist natürlich die Gaschen dann dementsprechend auch feucht. Aber was willst du da machen, ich meine? So ist es nun mal, ne?
kostet halt auch nicht raussuchen, so wie es ist. Wie gesagt, wenn es auch abgedroschen ist, sehen wir schon. Auf jeden Fall. Ja, demnächst wird es dann von der Erbsen gehen. Das Kraut ist definitiv jetzt alles abgestorben. Dann kommen die Chrom. Ich habe sie jetzt noch drin angelassen, dann können sie eine Schollenfestigkeit kriegen. Ja, und meine Rangessen, weiß ich nicht. Ich habe ja noch nie welche gehabt, ob man die noch wachsen lässt oder was, aber eigentlich schaut es auch schon nicht schlecht aus. Das Kraut sah ich oben, das mögen auf jeden Fall die Rinder und die Schweine. Und die Dinge da, die sind ja richtig gut, wenn nicht gerade irgendein Fixzeug drauf war. Da war was dran. Die nehme ich gleich mit auf, die tue ich gleich verfüttern. Die ist sehr klar geblieben. Na gut, aber wir zwar nebeneinander. Die hätte ich vereinzeln müssen, das war mein Fehler. Mal schauen, noch stehen sie eigentlich schön dran, noch stehen sie wahrscheinlich sogar wachsen. Die mache ich noch ein wenig drin anlassen. Ich schaue mal auf noch mal ein Brot und vielleicht schaffe ich es ja dann, dass ich zumindest Ara ja da unten einmal selber dreschen kann. Die ich ja gerne einmal machen. Habe ich ja noch nie. Aber wie gesagt, ich habe das Brot noch um. Und ich komme mich halt nicht so da ein. Ich kann jetzt sagen, ich hocke mich jetzt auf den Mähdrescher auf. Und du dreschen. Und lass der Wallen da das Brot im Ofen verbrennen, weil dafür sind die Zutaten auch zu teuer. Und die Arbeit ist zu schade und die Zeit, die man damit verbracht hat. Hilft ja nichts. Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagt man immer so schön. Dann war es halt schlimmstenfalls auch wieder nichts, dass ich das erst einmal fahren könnte. Aber gut, irgendwie kriegen wir das schon. Ja, Leute, an dieser Stelle endet dann das Video von der Gerstenernten. Was jetzt aus dem Getreide wird, das werde ich eben, ja, denke ich auch mal übernächsten Video oder so fahren, weil jetzt das erste Video, was jetzt wieder kommt, nach der längeren Auszeit quasi. ja, ich bin ja dazu gekommen die ganze Zeit. Das erste Video war jetzt das Dreschen, das habt ihr ja jetzt dann quasi gesehen. Das nächste Video war dann, denke ich, vom Kalken waren. Und ja, dann werden wir, wie es halt weitergeht, wenn der Äpfel dann jetzt einmal noch mitkommen. Ja, das geht dran. Kann ich euch gleich zeigen. Ich lasse bloß die Gänse noch raus. Komm! Ja, ja. Adele und die Röller. Ja, das Getreide, das ist jetzt aktuell da drinnen. Den Container haben wir die letzten Tage jetzt fertig gemacht, oder vorher hat er fertig gemacht, die Bleche zurechtgeschnitten. Ich habe es dann von unten lackiert und jetzt hat es auch reingespaßt. Getreide war zuerst auf dem Kipper drauf, es ist nicht mehr wie der Kipper geworden. Und jetzt haben wir es erst einmal in den Container umgeladen. Das ist jetzt circa ein Drittel voll, also da kannst du gut Mengen rein. Ja, der Boden ist fertig, die Türen gehen auch wieder zu. Die sind ja am Anfang auch nicht mehr zugegangen. Ja, es fällt mir jetzt dann quasi innen noch ein Anstrich, da werde ich wahrscheinlich Silofarben nehmen. Und dann, ja, der Container und sein Ort und Stell außen vielleicht noch schön lackieren, dass er nicht so kreuzhässlich ausschaut mit dem Wurp. Ja, wer sich fragt, warum steht der Kipper eigentlich so da, wie er da steht. Also das ist der Krone-Kipper. Da sind die Badwände alle abgebaut, bis auf die Vorderstadt. Den Bulldog brauchen wir gleich, deswegen ist er abgeladen worden. Mit dem holen wir jetzt nämlich gleich was ab. Und ja, das ist wieder für ein Projekt, das was eigentlich schon länger läuft. Ich habe ja schon mal gesagt, wir haben da unten Teile liegen, alter Wegen. Da will der Vater mal einen Hänger draus bauen, dass der Bulldog transportieren kann, das Bagge oder sowas. Und dafür ist das quasi gedacht, was wir jetzt holen. Aber dafür, oder davor, da gibt es dann auch im nächsten Video, denke ich, haben wir was. Ja, wie gesagt, das soll es dann für das Video jetzt gewesen sein. Machen wir an der Stelle dann einen Cut und dann sehen wir uns wieder. Servus.